Und hier ist nur ein mysteriöses Gerät. Das heißt, auf den anderen Türmen werde ich wahrscheinlich Sachen bauen können. Hoffe ich mal. So, dann verlassen wir die Baracken mal und gucken uns mal im Innenhof um. Was sich hier noch befindet. Ein Zweihandstreitkolben oder Morgenstern. Ja gut, ich komme auf die Mauern hoch. Eine Schriftrolle, Alchemiematerial und ein Trank der Elementarbarriere. Ein Level-Up für Lyra. Zwei Waffen, kriegt sie eins hier rein. Fähigkeiten. Spanferkel. Rausch der Wüter, begraben. Wegen den zieh die Füße weg. Das ist cool. Das kriegt sie mal. Tausch mal die aus. Wie sieht es bei dir eigentlich mit? Das ist eine Gruppenfähigkeit. Das ist eine Gruppenfähigkeit. Nope, sorry. Das sind deine Angriffsfähigkeiten und das sind Zauber. So. Alles Fernkampfzauber. Will do. Und hier oben gibt's ein Secret. Sehr schön. Starker Heiltrank, den ich nicht brauchen werde. Dieser Schaden lässt sich noch auf Kyros ursprüngliche Erhöhung der Stufen zurückführen. Dass es sich dabei nur noch um einen der wenigen verbleibenden Schandflecke handelt, zeigt, wie gut die Venrim-Wache alles wieder aufgebaut hat. Ja, cool. Turm Außenmauer. Zur inneren Festung, also die Baracken. So, dann gucken wir uns mal noch in dem Gebiet hier um. Da waren noch Rastvorräte drin, die wir nicht brauchen. Da ist Frischobst. Und ja, ich muss irgendwann mal den Turm ein bisschen mit Leben füllen. Und da ist noch eine Kiste mit Essen drin. Can't do that. So, und hier sind überall Wegmarkierungen. Wo können wir denn hinreisen jetzt? Brennende Bibliothek. Orte, die derzeit nicht erreichbar sind. Also ja, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ich kann nämlich die archivierte Sitzschreiben ausblenden. Ja, sie wusste vom Edikt. Ich kann jetzt nicht mehr. Wo ist mein Tagebuch? Im Lager der Geschmähten. Okay, die Kisten habe ich bereits. Aber in den Ellering-Ruinen war noch eine Truhe übrig. Also lösche ich die Notizen einfach mal. Gut. Also ich würde sagen, bevor ich jetzt zum Gericht reise. Zu Thunons Gericht in der Bastardstadt.
Also das sind die einzigen beiden. Ich kann Turm des Sonnenuntergangs an Letians Kreuzung reisen. Und hier kann ich halt nur in meinem Turm herumreisen. Alles andere steht mir jetzt nicht mehr zur Verfügung. Doof. Ja, Nerad mit seinen Schreihälsen und Ash mit seiner Ehrenkarte. Und ich glaube, hier unten ist Tuna mit Totenschädeln. Und hier drüben ist nur ein Turm abgebildet. Okay. Beric. And so civil war divides the armies of mighty Kairos. The reckoning that comes of this failure will be great indeed. Und so teilt der Bürgerkrieg die Armeen des mächtigen Kyros. Die Folgen dieses Fehlers werden wahrlich gewaltig sein. We find ourselves in the darkest times. Brothers and sisters who fought for a similar cause now skewer each other over blighted lands in the favor of distant powers. Wir befinden uns in finsteren Zeiten. Brüder und Schwestern, die für eine vergleichbare Sache gekämpft haben, spießen sich nun gegenseitig wegen geschundenem Landen und der Gunst außenstehender Mächte auf. Was hättest du denn bei Vendrinsbrunn getan? Backing the disfavored was the only logical choice. Graven Ash is the only Archon worthy of your confidence, and you were wise to recognize as much. Naturally, I would have done the same. Die Unterstützung der Geschmierten war die einzige logische Wahl. Graven Ash ist der einzige Archont, der deines Vertrauens würdig ist. Und du hast gut daran getan, das zu erkennen. Ich hätte selbstständig dasselbe getan. Whatever others might say about what happened in Vendrian's Well, you acted from instinct. I can't help but respect that. Egal, was andere über die Geschehnisse in Vendrian's Brunnen erzählen, du hast instinktiv gehandelt. Ich kann nicht anders, als das zu respektieren. What can I do for you? Was kann ich für dich tun? Zu Beric und Lyra, hat einer von euch bemerkt, dass ihr zusammen besonders gut kämpft? The thought has crossed my mind from time to time. During the many battles of the conquest, we found ourselves standing back to back with enemies on all sides on more than one occasion. Der Gedanke ist mir ab und zu in den Sinn gekommen. Während der vielen Schlachten der Eroberung kämpften wir mehr als einmal Rücken an Rücken. Auf allen Seiten von Feinden umgeben. The big guy here is as useless as an empty scabbard without his phalanges to keep him alive, but I move fast enough to compensate for it. And it's nice having a living wall of rusted iron I can use for cover. Der große Kerl hier ist so nutzlos wie eine leere Schwertscheide, wenn seine Phalanx nicht da ist, um ihn zu schützen. Ich aber bin schnell genug, um das zu kompensieren. Außerdem ist er ganz nett. Eine lebende Wand aus verrosteten Eisen zu haben, die ich als Deckung... Außerdem ist es nett, eine lebende Wand aus verrostetem Eisen zu haben, die ich als Deckung benutzen kann. Wie ist das deiner Meinung nach möglich? I would suggest that our fighting styles complement each other, but they do not. I would suggest that we get along, but we do not. We don't even finish each other's sent... Ich würde ja behaupten, dass unsere Kampfstile, dass sich unsere Kampfstile ergänzen, aber das ist nicht der Fall. Ich würde ja behaupten, dass wir uns gut verstehen, aber das tun wir nicht. Wir beenden noch nicht einmal die Sätze. Sentences. Okay, that was strange. Did you hear that? The next time I catch a whiff of Beric's meaning, I'm keeping my mouth shut. Des anderen. Okay, das war merkwürdig. Hast du das gehört? Wenn ich das nächste Mal Wind davon bekomme, was Beric sagen will, werde ich meinen Mund halten. Ich möchte, dass ihr zwei zusammen lebt. Our fighting styles are incompatible, and any disfavored lieutenant will tell you not to join at the hip soldiers who can't stomach each other. Absolut nicht. Unsere Kampfstile sind inkompatibel und du wirst von dem geschmiedenen Leutnant hören, dass man keine Soldaten gemeinsam kämpfen lassen sollte, die einander nicht riechen können. I'm inclined to agree. If you want to pair up fighters, there has to be some great passion or magnetism between them. We don't have it. Ich neige dazu, dir zuzustimmen. Wenn man Kämpfer zu einer Einheit zusammenstellt, Einheit zusammenstellen möchte, muss man eine große Leidenschaft oder eine Art Anziehungskraft zwischen ihnen geben. Muss es eine geben. Wir haben das nicht. Blöffen. Wenn keiner von euch der Herausforderung gewachsen ist, werde ich nicht darauf drängen. Ich könnte es euch befehlen. Warum probiert es nicht einfach mal? I think that because I don't want to covers it pretty well. Training alongside this self-important braggart is likely to sap whatever patience I have left. Ich würde sagen, weil ich nicht will, trifft es ziemlich gut. Mit diesem aufgeblasenen Mauerhelm zu üben, wird wahrscheinlich das bisschen Geduld aufzehren, das ich noch habe. I can see that you're out to serve the best interests of the war, but we are accustomed to handling ourselves as individuals rather than as a pair.
Ich sehe schon, dass du im besten Interesse der Kriegsbemühungen handeln willst. Aber wir sind daran gewöhnt, alleine und nicht paarweise zu agieren. Wenn keiner von euch der Herausforderung gewachsen ist, werde ich euch nicht darauf drängen. Now see here, Versus temperament and unpredictable ways are an annoyance. But no challenge is beyond my skill. Verse, we should take some time to face off in the sparring fields. It might even improve our disposition towards one another. Aha, Lyras Temperament und unberechenbare Art sind zwar lästig, aber nichts, was meine Fähigkeiten übersteigen würde. Lyra, wir sollten uns etwas Zeit für ein paar Übungskämpfe nehmen. Vielleicht könnten wir dadurch auch unsere Beziehung verbessern. I'd rather watch you devour your armor one shaved off spoonful at a time. But since that isn't going to happen anytime soon, I suppose I'll make an effort. Ich würde mir eher ansehen, wie du deine Rüstung einschmilzt und mit dem Löffel verrisst. Aber da das wohl nicht so schnell passieren wird, bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig. Ah, cool. Jetzt haben Beric und Lyra eine Kombo-Fähigkeit. Kampfhaltung. Sehe ich zum ersten Mal bei ihr übrigens, dass die auch verschiedene Kampfhaltungen hat. Muss ich mir bei Gelegenheit mal ansehen. So, jetzt haben die beiden eine Kombo-Fähigkeit. Lyra und Beric. Feuert mehrere Pfeile aus Berics Rüstung ab. Wenn der letzte Pfeil trifft, brüllt Beric auf und die Pfeile schießen heraus und treffen Feinde in der Nähe. Ach, Lyra feuert Pfeile ab. Okay. Auch lustig. Gut, reden wir noch einmal mit Beric. My Lord Binder, you have something which requires my attention? Mein Herr Schicksalsbinder, hast du etwas, was meine Aufmerksamkeit bedarf? Erzähl mir von den Geschmähten. Ah, viel zu viel. zurück zu meinen vorigen Fragen. Erzähl mir vom Chor. Was kannst du mir über die Stufen erzählen? Schwierig, in jeder Hinsicht und voller dummer Schweine. Während der Ausbildung habe ich einen Teil der Geschichte gelernt und ich bin schon seit ein paar Jahren hier, aber ein Experte bin ich deshalb nicht. Was hältst du von den lokalen Truppen? Es gab eine Zeit zu Beginn des Krieges, als ich mich davor gefürchtet hätte, wenn die jüngeren Königreiche zusammengearbeitet hätten. Kannst du dir das vorstellen? Er lacht in sich hinein. Sobald ich in ihre bescheidenen Verteidigungsstellen gesehen hatte, war mir klar, dass sie leicht überwunden werden könnten. Sie konnten nicht einmal ihre besten Kämpfer versammeln, um dem Feind ordentlich die Stirn zu bieten. Erzähl mir von der Wache. Früher waren sie die königliche Armeen von Vendrien. Nach der Niederlage neigten sie wohl zu seinem kürzeren Namen. Wir zerschmetterten sie im Jahr 429 und ich kann mit Stolz sagen, dass ich bei der Entscheidungsschlacht dabei war. Den Rest kennst du schon. Ein Jahr nach der vermeintlichen Kapitulation ermordeten 1000 der Eidbrecher die Garnison und sprachen sie von der Herrschaft des Oberherrn frei. Erzähl mir von den Ungebrochenen. Die ungebrochene Union des unbeugsamen Landes. Mögen sie in ihrer Verwahrlosung ihres gefallenen Reichs verrotten. Beric ballt seinen Handschuh zu einer festen Faust. So sehr es mich schmerzt, das zuzugeben, von allen Feinden in den Stufen sind die Ungebrochenen der einzige Gegner gewesen, der würdig war, den Geschmähten in der Schlacht zu begegnen. Für die Ungebrochene ist Tradition sehr wichtig, genau wie für uns. Das unbeugsame Land hat auf seinem eigenen Territorium noch nie einen Krieg verloren. Ein Ruf, den sie ziemlich ernst nehmen. Das unbeugsame Land hat glücklicherweise schlechte Beziehungen zu seinen Nachbarn. Den Rest der Stufen wird ihnen nicht zur Hilfe kommen. Ihr Ende ist unvermeidbar, so tapfer sie auch kämpfen mögen. Und was kannst du mir über die Bronzene Bruderschaft erzählen? Söldner aus den freien Städten. Der Chor brauchte zusätzliche Kämpfer und neue Ringe kann man immer prägen. Schwer zu glauben, dass sich der Stufe Volks nur wegen Metallringen entzweite. Die Bronzene Bruderschaft verehrt die Plagen. Genau diese Monster von den Altbauern. Die Söldner sind Erwachsene, die bereitwillig eine magische Abscheulichkeit verehren. Das kann man sehen, wie man will. Abgesehen davon soll es niemanden überraschen, dass die Bronzene Bruderschaft letztendlich mehr als nur Ringe wollte und ihr Abkommen brach. Kyros sieht sie nun als Feinde an, was nur zum Besten ist. Der Oberherr benötigt eine bessere Kämpferklasse. Go on, Fatebinder. Okay, ich befrage ihn mal nichts über die jüngeren Königreiche. Ich erinnere mich, dass Graven Ash im Fort Aufklärung vor versammelter Truppe eine Ansprache hielt, bevor wir zur Bastardstufe marschierten. Er sagte, dass es den jüngeren Königreichen am Verstand fehle, sich gegen uns zur Wehr zu setzen.
Ivo, muss man nicht extra betonen, dass der durchschnittliche Angehörige des Stufenvolks den Söhnen und Töchtern des Nordens schlichtweg unterlegen ist. Unsere Ehre gebietet uns, für jeden getöteten Geschmähten einen ganzen Haufen von ihnen ausbluten zu lassen. Dass sie sich vor Magie fürchten und sich für ihre Verteidigung auf ihr Können im Kampf verließen, half ihnen nicht besonders. Beric, das war eine bedauerlicherweise treffende Beobachtung. Meine Gilde und ich wurden lachend aus Azur Ardent, dem unbeugsamen Land, und Orkon hinausgeworfen. Jedes Mal boten wir an, für die Stufen zu kämpfen, und jedes Mal sagte man uns, dass unsere Magie nicht willkommen wäre. Was weißt du über Tiermenschen? Vor der Invasion haben sie uns im Tiermenschenkampf unterwiesen, aber das hat kaum geholfen, uns vorzubereiten. Den einheimischen Winden fehlt es an Hirnhygiene und der Fähigkeit, sich zu bewaffnen, und dennoch sind die besten Jäger ihrer Spezies beeindruckend. Davon abgesehen, dass die Tiermenschen räuberische Mörder sind, geben sie gute Träger und Arbeiter ab, nachdem man eine Hälfte umgebracht hat, die einfach keinen Befehl folgt. So, genug vor den Stufen, dann frage ich ihn in der nächsten Aufnahmesession zu den beiden Themen noch ab und zu seiner Verbindung zu Lyra. Also unterhalten wir uns später. Denn ich speichere jetzt mal, da ich eh schon weit über dem aktuellen Stand bin. Also LP008 speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.